wir bewegen uns gerade aus Champagne heraus, sind jetzt auch offiziell wieder auf dem Jakobsweg, haben aber noch keinerlei Wegweiser gesehen. Mal gucken, ob wir noch welche finden. Nur ein Straßenschild, ne, wo drauf stand? Genau, also der Parkplatz heißt St. Jacques, also schon ein Zeichen dafür, für den Jakobsweg. Beziehungsweise Jakobsmuschel, so in die Richtung. So, genau. Plan für heute ist, dass wir 17,4 Kilometer laufen bis zum nächsten Dörfchen. Da müssen wir dann gucken, dass wir einen kleinen Schlenker machen in dem kleinen Dörfchen und erst an einem kleinen Lädchen vorbeigehen, um uns Abendessen und so zu holen und Frühstück für den nächsten Morgen. Ja, Wetter sieht noch recht unbeständig aus. Wetterbericht sagt, heute kommt immer mal wieder ein bisschen Regen. Gestern Abend hat es viel geregnet. Genau. Das heißt, wir könnten eine kleine Schlammschlacht haben, sobald wir feste Wege brauchen. Genau, das könnte passieren. Was gestern Abend noch passiert ist, was ihr noch nicht mitgekriegt habt, ist, wir hatten ca. 1,5 Stunden Stromausfall. Aber anscheinend die ganze Straße, weil erst waren wir ein bisschen überrascht, ja, Stromausfall, haben uns dann den Sicherungskasten angeguckt und haben dann festgestellt, da ist irgendwie nichts rausgeflogen. Dann haben wir auf die Straße geguckt und da standen mehrere Leute. Also hatte die ganze Straße keinen Strom. Ja, die Wohnung selber war nicht ganz unser Traumdomizil, würde ich jetzt mal sagen. Die hatte ein paar größere Mängel. Naja, manchmal ist das so. Dadurch, dass die zu Hause ja alle nur temporär sind, ist das schnell wieder vergessen. Heute wird es dann vielleicht schon wieder schöner und besser. Heute ist Tag 40. Ja. Hast du erzählt? Habe ich erzählt. Oh ja. Und es gibt heute noch eine kleine Überraschung. Aber das seht ihr dann, wenn es soweit ist. Wir laufen mal wieder wunderschön durch den Wald und es kommen immer so Wegkreuzungen, wo immer 5 Wege angezeigt werden. Die letzten Wegkreuzungen waren sogar leicht markiert, jetzt nicht mit einer offiziellen Wegmarkierung vom Jakobsweg, sondern jemand hatte so weiße Muscheln dran gemalt, die sind ja eigentlich immer gelb. Aber an dieser Wegmarkierung gibt es jetzt nichts. Und wir müssen hier jetzt ab, da hinten ist auch schon wieder der nächste weiße Pol, da kann man wieder andere Wege gehen. Ist ja anscheinend ein größeres Waldgebiet. Ja, wir sind ziemlich alleine unterwegs. Na klar, ist unter der Woche. Ja, so leicht unbeständig das Wetter. Ist schon schön warm, ich habe T-Shirt-Wetter. Aber wir haben auch so ein bisschen Mikroregen, sage ich mal. Aber noch ist alles im grünen Bereich. Man kann es erkennen, wenn man Pfützen filmt. Normalerweise. Ja. Ich hoffe, es hört gleich wieder auf. Und wird nicht stärker. Auf Holz klopfen. Ja, und wir haben heute schon gesagt, also 40 Tage, das ist mehr als man Jahresurlaub hat. Verrückt, ne? Ja. Steffi hatte immer 30 Tage Urlaub, ich hatte sogar 35 Tage und konnte sogar Überstunden noch zusätzlich abfeiern. Das war nicht schlecht. Aber 40 Tage Urlaub am Stück haben wir so noch nie gemacht, muss man sagen, ja. Und wir haben keinerlei Heimweh, was wirklich gut ist. Hat die Steffi heute schon festgestellt. Ne? Wir haben einmal 3 Wochen Urlaub mal gemacht in Thailand und einmal 4 Wochen Urlaub gemacht in Mexiko und Amerika. Und da hat man sich irgendwie auch immer schon so oft nach Hause gefreut und zu Hause gefreut. Und ja, jetzt der Absprung. Wir haben noch kein Heimweh. Ja. Das ist sehr gut. Das freut uns. Ja, und man hat ja auch ein offenes Ende, oder wir haben ein offenes Ende, was die Reise so angeht. Vom Prinzip her kein Absprungdatum. Ja, und das macht natürlich extrem frei. Ich meine, klar, bevor man gar nichts macht, kann man auch ein Sabbatjahr machen. Aber wir haben uns da extra gegen entschieden, weil man dann wieder so ein Enddatum hat. Ne? Und so ist halt schon extrem frei.
wir müssen noch ein bisschen, glaube ich, in die Reise reinfinden. Vielleicht bleibt auch dieses Gefühl so ein bisschen so. Aber wir fühlen uns schon ziemlich wohl und sind ziemlich glücklich mit unserer Entscheidung, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Kann man so sagen. Das ist hervorragend. Gut. Wir laufen noch ein Stück diesen schönen Weg. Wir müssen jetzt mal gucken, wo es wieder lang geht. Ich denke mal geradeaus. Aber wir schauen mal. Gut. Ich glaube da. Du glaubst da. Keine Muscheln zu sehen, also brauchen wir dieses Handy, mit dem ich mich filme. Steffi meint, da geht's weiter. Dann schauen wir mal. Wir hören voneinander. Da filmt er schon wieder. Da stehen ein paar Rehe auf dem Weg. Ich habe sie genauso schnell entdeckt, wie sie uns entdeckt haben. Zack, 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 sind sie weg. Da war auch ein Hirsch bei. Also so ein Rehbock. Ein Rehbock, wenn es Rehe war. Jetzt kommt die Überraschung, die wir schon angekündigt haben. Und zwar haben wir hier genau 750 Kilometer. Juhu! Sehr schön. So, wir gehen einkaufen, damit wir nicht so schwer tragen müssen, haben wir die Rucksäcke in den Einkaufswagen gepackt. Sind nur 90% besetzt. Der Einkauf passt dann auch vorne rein. Ja, kriegen wir hin. Sehr gut. Wir sehen hervorragend aus. Ja, würde ich auch mal behaupten. Jo. Tja, da muss man drüber stehen. Ja. Egal, das passt doch. Los geht's. Wie bescheuert, ey. Ach ja, schön. Immer mal wieder was Neues. Immer mal wieder was Neues. Genau so ist es. Uns kennt ja zum Glück keiner hier von daher. Guck mal, hier sind die Waschanlagen. Ja, ja, hier kann man noch besser waschen. Ja, also das ist echt Frankreich ganz oft. Und die Marke, glaube ich, von dem Einkaufsladen. Der hat nämlich alles. Der hat eine Tankstelle, der hat ja eine Waschstelle. Vorne Basketballplätze und so. Ja. Nicht schlecht. Schauen wir mal, ob uns jemand anspricht. Ja. Guten Morgen und herzlich willkommen zu Tag 41 unserer Weltreise. Heute Morgen war das Wetter schon recht unbeständig. Ich glaube, bevor wir überhaupt losgekommen sind, hat schon fünfmal geregnet. Also es sind immer wieder Schauer unterwegs gewesen. Und das hat die Reiseleitung so gar nicht erfreut mit der Prognose von viel Schlamm auf dem Weg heute mal wieder. Eigentlich hätten wir heute eine 25, irgendwas Kilometer Strecke gehabt. Und dann haben wir schon geschaut, ob wir die abkürzen können mit Maps. Dann hätten wir aber viel Straße laufen müssen. Das wollten wir dann auch nicht. Und ja, jetzt hat Steffi den Fahrradweg rausgesucht. Den können wir laufen. Dann haben wir weniger Schlamm, aber noch ein bisschen mehr Strecke. Jetzt haben wir 27 Kilometer Strecke. Schauen wir mal, wie das so wird. Ich bin gespannt. Ja, dann mussten wir noch zusätzlich ein bisschen mehr Wasser aufholen, weil da, wo wir ankommen, sind keine Einkaufsläden wieder mal angezeigt. Vielleicht, manchmal gibt es Kioske, die man nicht sehen kann. Da hoffen wir jetzt ein bisschen drauf. Also sind wir auch noch ein bisschen schwerer beladen. Aber wir machen das Beste draus und schauen mal, was der Tag für uns bereithält. Also dies hier sieht noch nicht nach Fahrradweg aus, weil jetzt dürften wir da gerade auslaufen müssen. Und tja, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Es geht auf jeden Fall berghoch und ich lege die Kamera weg. Wir sind gerade ja, mehr so auf der Straße unterwegs. Zwischenzeitlich waren wir schon auf Fahrradwegen unterwegs. Gleich irgendwann kommt auch wieder der Elo Velo, sagst du dazu immer, ne? Elo Velo 3. Ja, irgendwie so war das, ich weiß auch nicht. Oder Euro 3. Euro Vision oder so, ja. Da werden wir dann wieder drauf auf diesen Fahrradwegen wechseln. Aber ich muss sagen, heute wettertechnisch haben wir wieder alles dabei gehabt. Vom Regen bis Sonnenschein. Also ich habe auch schon die Strecke im T-Shirt gemacht. Während ist gerade wieder im T-Shirt. Wir haben 16 Grad. 16 Grad, okay. Auf deiner Uhr oder? Ja. Ah, okay. Ja, also 16 Grad und Sonnenschein haben wir gerade. Bisschen Wind. Aber wir haben halt, wie gesagt, schon ein, zwei Schauer auch hinter uns. Wir haben aber auch schon Reptilien gesehen. Ja. Schlangen, Eidechsen. Und auf dem Weg haben wir auch alles so ein bisschen mitgemacht.
Fahrradweg, ein bisschen Straße und ein, zwei Dörfchen. Also, Moment, alles noch im grünen Bereich. Wir haben unsere 14 Kilometer jetzt hinter uns, vielleicht 15. Bis zur Pommesbude bzw. bis zum Burgerladen sind es insgesamt, glaube ich, 26. Nee, warte, insgesamt sind es 27. Dann sind es 25 bis zur Burgerbude. Da machen wir dann erstmal Abendbrot und dann laufen wir zum Schluss die letzten 2 Kilometer bis zum Hotel. Ja, dann hoffen wir mal, dass das Wetter sich jetzt so ein bisschen so hält für den Rest des Tages. Wäre ganz schön. Wir machen gerade eine kleine Pause und haben diese Aussicht. Da kann man nicht meckern. Und zwar sind wir hier direkt an einem Friedhof. Da ist ein Friedhof. Und ich glaube, die Tür war sogar offen, ne? Ja, guck mal. Man kann sogar rein. Und sich den Friedhof einfach mal anschauen. Wir selber sind ja schon viel auch auf Friedhofen gewesen. Bernd und ich gehen eigentlich auch in jedem Land immer mal wieder auf den Friedhof. Und gerade in Mexiko war das sehr interessant. Oder auch in New Orleans war das sehr interessant. Ja. So, ich habe abgebrochen. Da sind nämlich ein paar Herrschaften gekommen in diesem Auto. Und die wollte ich jetzt nicht filmen. So, Bernd hat das nachgeguckt mit den Fahrradwegen. Wie heißen die jetzt? Eurovelo. Der Eurovelo ist ein Netzwerk von Radwegen, die den gesamten europäischen Kontinent miteinander verbinden und vereinen. Ja, guck an. Weißt du Bescheid. Also ich habe irgendwann gehört, dass der Eurovelo heißt. Okay, gut. Dann wissen wir das jetzt auch. Also er heißt Eurovelo 3. Zumindest den wir jetzt gerade hier laufen. Ein Stückchen. Wir sind im Dörfchen angekommen, das unser Etappenziel ist. Jetzt sind es noch gut 200 Meter, dann kommt da die Burgerbude und Steffi kriegt ihren wohlverdienten Burger mit Pommes. Ja, das war heute ein Motivator für mich. 27 Kilometer, das ist echt heftig. Also wir sind jetzt bei 24 irgendwas ja wahrscheinlich. 25,95, also bei fast 26 Kilometer. Das ist echt anstrengend. Das muss ich echt sagen. Besonders, das ist ja hier auch nicht ganz flach. Also das ist nicht extrem bergig, aber auch nicht ganz flach. Und deswegen freue ich mich jetzt richtig aufs Abendessen. Bernd, weiß ich nicht, freust du dich auch aufs Abendessen? Ich freue mich auch aufs Abendessen und meine Füße freuen sich darauf, wenn die nicht mehr laufen müssen. Worauf freuen sich deine Füße? Wenn die nicht mehr laufen müssen heute. Ah, okay. Wenn die eine Pause kriegen. Ja, leider machen wir dann natürlich erst da eine Pause, essen was, laufen dann irgendwie 30 Meter weiter zum Gemischtwagenladen, holen noch ein bisschen was auf für Frühstück morgen und so. Und dann geht es nochmal einen Kilometer bis ins Hotel. Aber das schaffen wir dann auch noch. Sicher. So, wie ihr seht, sind wir schon im Hotel. Ja, Burger gab es heute nicht. Der Laden hatte anscheinend schon zu. Und, für immer? Ja, anscheinend für immer. Genau. Er war halt nicht mehr geöffnet. So. Dann waren wir im... ja, gemischt waren Herren und haben uns ein bisschen was zu essen geholt und sind dann jetzt hier ins Hotel. Aber ich muss zugeben, das Hotel ist jetzt auch nicht gerade berauschend. Also das ist das Zimmer. Klein, aber fein. Naja, klein. Fein wäre übertrieben. Da war so ein geiler Duftstecker drin und das ganze Zimmer muss jetzt erstmal gelüftet werden. Genau. So, ich habe einmal umgeschaltet.
Das ist die Toilette mit einem Waschbecken und direkt daran die Dusche. Das heißt, wenn man die Dusche benutzt, dann wird auch die Toilette immer nass. Da oben sind ein paar Handtücher. Jetzt muss ich hier vorsichtig aufpassen, dann kann der Bernd nämlich wieder das Fenster öffnen. Und da sitzen, weil wir müssen lüften, weil hier war so ein Duftstecker drin. Jetzt mufft das ganze Zimmer ganz fies irgendwie. Dann haben wir hier oben ein Bett. Und darunter ist ein Doppelbett. Da ist die Tür. Ja, also für 46 Euro kann man hier nicht ganz so viel erwarten anscheinend. Da war das Zimmer gestern für 50 Euro deutlich besser. Naja, es ist Gott sei Dank nur eine Nacht und wie wir ja schon mal festgestellt haben, wenn es dann mal einmal schlecht war, dann kann man hoffen, dass beim nächsten Mal das wieder besser wird. Ich würde sagen, wir hören uns morgen. Guten Morgen und willkommen zu Tag 42 unserer Weltreise. Wir haben das gestrige Hotel überlebt, wir haben uns da ja nicht so ganz wohl gefühlt. Wir haben dann einfach in unseren Schlafsäcken geschlafen. Dann ging es eigentlich erstaunlich gut. Ich habe sehr gut geschlafen, muss ich zugeben. Ne? Dann ist es doch nicht so schlimm, wie man denkt. Ja, heute laufen wir 21 Kilometer. Wir haben gestern die ersten Pilgerer getroffen, also Pilger. Heute habe ich schon gelernt, dass man nicht Mehrzahl Pilgerer falsch ist, sondern einfach nur Pilger getroffen. Die blenden wir euch mal einfach ein. Und die haben erzählt, dass wir schon die Zweiten sind, die sie getroffen haben. Die haben einen anderen Pilgerer getroffen. Ich sage immer Pilgerer, egal. Ja. Ist egal. Einen anderen Pilgerer getroffen und der war zu Fuß unterwegs. Und wir haben ja zwischenzeitlich kleine Abschnitte anders gelaufen, als der Jakobsweg das vorausgibt. Da kann man natürlich mal so jemanden verpassen. Wir sind gespannt, wann wir den nächsten Mitläufer mal erwischen. Ja, sehr wahrscheinlich können wir den sogar noch treffen, weil nicht jeder macht ja auch Zero Days. Vielleicht holt er uns noch wieder ein. Genau, der müsste nämlich hinter uns sein, so wie die das erzählt haben. Ja, war sonst noch was thementechnisch? Nö. Dann nehme ich euch ein Stück auf den Weg mit und überlege nochmal. So, Stück schönes Wegchen. Ja, uns geht soweit ganz gut. Heute ist, was für ein Wochentag? Freitag. Ja, guck, heute ist Freitag. Wir laufen die 21 Kilometer. Morgen ist Zero Day. Dann kommt. Wir bekommen Besuch. Genau, dann kommt unser Besuch und der bringt uns ein paar Gebrauchsgegenstände mit. Steffi kriegt einen neuen Schlüppi. Musste natürlich jetzt unbedingt erwähnt werden. Ja, ein neues Kopfkissen. Ein Kopf, Steffis Kopfkissen hat ein Loch. Und funktioniert nicht mehr so, wir können das Loch auch nicht finden, also wird es nicht geflickt. Ist auch schon ein bisschen älter und ihr bekommt ein neues. Brausetabletten gibt es mit, nicht Calcium, sondern Magnesium. Die finden wir einfach nicht. Also so ein paar Kleinigkeiten, die wir einfach nicht so einfach auf dem Weg finden, werden uns mitgebracht. Ja, dann wurde noch gefragt, ob uns irgendwas fehlt aus der Heimat, zum Beispiel eine Currywurst. Und ich so, ja, Currywurst wäre nicht schlecht. Hat gesagt, bringe ich mit, will Steffi auch eine? Ja, jetzt bin ich mal gespannt, aber ich könnte mir vorstellen, dass der eine Currywurst mitbringt. Vielleicht so eine Curryking. Ja, habe ich auch schon gedacht, ob er eine Curryking mitbringt. Auf jeden Fall könnte ich mir gut vorstellen, dass er da was mitbringt, dass er sich da nicht lumpen lässt. Ja, wir freuen uns dementsprechend schon auf morgen. Ja, wenn man so losläuft und dann doch ein paar Tage schon alleine unterwegs ist und alles so zurückgelassen hat. Kann auch sein. Steffi hat, glaube ich, Hunger. Also, schon ein paar Tage unterwegs ist und so, da hat man natürlich auch eine Menge Zeit, um nachzudenken, so auf der Strecke. Ja, und viele Reisende sagen das ja auch immer so, dass man Familie und Freunde zurücklässt und dass das doch schwerfällt. Und ich habe immer vorher so gedacht, ja, ja, das wird schon alle und so. Aber doch, man merkt schon, dass die Gedanken doch schon viel im Freundeskreis kreisen und auch um Familie kreisen und alles. Umso mehr freut man sich, wenn man dann doch Besuch bekommt. Und hier in Europa ist das ja auch wirklich noch gut machbar. Ja, ich bin da mal gespannt, haben wir schon gesagt. Also alles, was wir dieses Jahr noch treffen können auf dem Weg, wenn welche Urlaub machen in Portugal oder in Spanien oder so und wir die Chance haben, die zu besuchen, vielleicht nehmen wir das dann mit nach Möglichkeit. Haben wir schon gesagt, ne? Ja. Gut. So, wir gehen jetzt weiter. Ja. Und wir hören voneinander, wenn wir wieder was zu erzählen haben oder wenn was Tolles passiert. Wir müssen jetzt gleich
da durch. Steil. Steil und rutschig und schlammig und Kamera in der Hand. Super Kombination. Hervorragend. Ja. No risk, no fun. Das war ihr Motto. Nicht wirklich, aber gut. Nee, man kriegt schon so ein bisschen Platzangst hier unten. Ja. Aber gar nicht so matschig, wie ich von oben gedacht hätte. Ich hatte jetzt echt die Befürchtnis, dass da unten richtig Wasser und Matschepampe auf uns wartet. Aber war gar nicht so schlimm. Der Weg wird hier besser. Sehr schön. Dann gucken wir noch mal einmal ums Eckchen. Oh, sieht auch cool aus. Wenn man die Kirche da im Hintergrund sieht. Ja. Die ist schon ziemlich geil. Zuschauerfrage bekommen. Sollen wir sie hier mal auch mal beantworten? Zuschauerfrage mit der Motivation? Ja, genau. Können wir machen. Wie war die denn, die Frage? Die Frage war so ein bisschen, wie wir uns jeden Tag motivieren können, wieder zu wandern. Ob das viel Motivation erfordert oder ob das schon in Routine übergeht und man das einfach macht. Und ob die Motivation noch genauso stark ist wie am Anfang. Ja gut, also. Du musst ein bisschen näher kommen, glaube ich. Also, wenn ich dafür antworten soll, würde ich sagen, dass jeden Tag ein kleines bisschen anders. So, wenn man morgens noch müde ist, muss man sich halt motivieren, aus dem Bett zu gehen. Sagen wir es mal so. Und wenn man aus dem Fenster guckt und es regnet gerade sehr stark, dann muss man sich auch ein bisschen motivieren, die Regensachen anzuziehen und rauszutreten. Aber im Großen und Ganzen freue ich mich jeden Tag auf den Weg. Auch wenn es regnet und so. Finde ich, hast du gut gesagt. Also ich muss auch sagen, also die Motivation ist immer noch gegeben und ich freue mich eigentlich immer zu sehen, was der Weg so mit sich bringt. So, da ist das Touristeninformationszentrum und dort haben wir gerade unseren nächsten Stempel gekriegt. Wir haben schon länger keinen Stempel mehr gekriegt, weil wir ja so ein bisschen abgekürzt haben und diese Stadt ist einfach nur schön. Ganz viele alte Ruinen, Mauern, alte Gebäude, auch die Kathedrale, die zeige ich euch gleich nochmal. Ich bin ganz froh, dass wir abgebogen sind. Ach, voll. Um uns noch eben einen Stempel zu holen. Also sehr schönes Städtchen. Also wirklich überall, wo man hinkommt und durchläuft, die alten Gassen und so. Faszinierend, kann man nicht anders sagen. Ja. Hier ist dann die Kathedrale. Schon special. Auf jeden Fall sehr cool. Und keine Wegmarke, wo man hier Stempel kriegt. Ja, das ist ein bisschen schade. So sieht das Office dann von außen offiziell aus. Ja. Weiter geht's, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Willkommen zu unserer Pause. Wir haben jetzt noch gut 5 Kilometer. Zwischendurch machen wir noch einen Stop im Supermarkt. Und es regnet, wie ihr sehen könnt, auf dem See. Und ich würde sagen, es ist der beste Pausenplatz bei Regen, weil wir haben hier ein Schirmchen gekriegt. Wir haben uns einen leckeren Cappuccino bestellt. Mit Sahne. Mit Sahne. Genau. Und machen hier kurz Pause. Perfekt. Und solange der Regen so bleibt, wie er jetzt ist, ist es eigentlich auch ganz gemütlich hier. Ja.
dass ihr diese Woche mit dabei wart. Und wenn ihr wissen wollt, warum wir hier auf sowas Ähnliches wie in eine Müllkippe rumlaufen, dann seid auch nächste Woche wieder mit dabei.